Es ist das perfekte Wetter, um heute einen Tag in einer Schulung zu verbringen. Und dieses Seminar lohnt sich auf jeden Fall, sagen zumindest auch die Teilnehmer. Dachpraxis, denn hier geht es um praktisches Wissen und theoretische Hintergründe. Und neben mir ist Jonathan Tränkle aus Asbach und er ist schon den ganzen Tag da und auch nicht nach der Mittagspause eingeschlafen. Er findet es offensichtlich gut. Du bist Bauingenieur und Zimmerer. Ja. Was fandest du gut heute? Ja, am besten fand ich bisher eigentlich den Vortrag von der Firma Gutex. Ich habe einige Anregungen mitbekommen, die wir zwar im Betrieb schon ausführen. Ein paar Kleinigkeiten finde ich immer noch gut, die man mitnehmen kann. Dann auf jeden Fall vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Julian Schädel aus Karlsruhe ist auch angereist, Zimmerermeister. Was hast du hier Neues gelernt? Hast du überhaupt Neues gelernt? Also zum einen fand ich es interessant, dass doch vieles aus der Praxis einfach bestätigt wurde. Das fand ich sehr interessant, dass das dann hier auch nochmal detailliert vorgetragen wurde. Aber was jetzt zum Beispiel neu für mich war, ist dieses Prinzip mit dieser Dasa-Plano reinlegen, dass man dann komplett Dampf offen bauen kann und eben nur eine Luftdichtigkeitsbahn braucht. Also das war jetzt wirklich neu für mich und das finde ich sehr interessant. Stefan, hast du auch so das Feedback bekommen, dass die Dasa-Plano super ist, beziehungsweise das System gut ist? Ja, auf jeden Fall. Also das System wird relativ gut angenommen am Markt, weil es eben viele Vorteile bietet. Einfache Verarbeitung in der Fläche. Dieses Sub-Top-Gefummel, ja, wo man sich dann auf dem Bau wirklich verrückt fummeln kann, an diesem ganzen Hoch, Runter, alle Durchdringungen abkleben und so. Also das finde ich echt einen großen Vorteil, dass man einfach drüber fahren kann über die ganzen Details. Auf der Dachpraxis ist auch ein Dachdeckermeister, das passt ja auch. Ne? Ja. Wieso bist du da? Ich bin hauptsächlich wegen den Mitarbeitern da, damit sie das Ganze nicht nur vom Chef hören, sondern auch vom Personal, der die Mitarbeiter oder die Kollegen schult. Haben Sie auch noch Fragen dazu, dann schreiben Sie einfach an info@dach-praxis.de oder schauen Sie auf dach-praxis.de. Dort finden Sie Fotos, Vorträge und Videos.